Hat Fettchef Paul letzten Donnerstag nur geblufft, als er sagte, bin nicht überzeugt, wir sind nicht überzeugt, dass die Inflation auf dem Weg Richtung 2% ist und deswegen kann es gut sein, dass wir die Zinsen nochmal anheben müssen. Warum hat Paul das gesagt? Weil er die Financial Conditions straffen wollte, weil er nicht wollte, dass die Märkte zu euphorisch werden, wenn die Renditen zu stark fallen, dann die Aktien sehr stark steigen, dadurch Nachfrage erzeugt wird, dadurch wieder das Potenzial für Inflation entsteht. Oder er kannte bereits die Zahlen, auch das kann man ja nicht wirklich ausschließen. Die Fed hat sicherlich Zugang zu solchen Daten sehr frühzeitig, sobald sie vorliegen. Möglicherweise hat Paul die Daten gesehen, pure Spekulation, aber auch das ist eben nicht auszuschließen. Heute wird sich zeigen, ob das Narrativ, die Inflation geht runter, also wird die Fed früher oder später, eher früher als später, die Zinsen senken. Das eigentliche Thema des Marktes ist gar nicht mehr, wird die Fed die Zinsen nochmal anheben, sondern wann wird sie sie senken? Und das ist das, was Paul eigentlich erreichen will. Wahrscheinlich gar nicht mal unbedingt wirklich die Zinsen anzuheben, sondern den Märkten die Vorstellung auszutreiben, dass die Zinsen bald sinken werden. Und jedes Mal, wenn Paul dann hawkisch ist, so wie am Donnerstag, dann verschiebt sich die Erwartung nach hinten, wann die Fed den ersten Zinssenkungsschritt machen wird. Schauen wir uns die Gemengelage vor den heutigen Inflationsdaten an, die wirklich alles bewegen werden. Vorher ist reines Kasperltheater, gestern war es ein Kasperltheater, bis 14:30 wird es ein Kasperltheater sein. Hier nochmal die Aussagen von Jerome Powell und er sagte auch, wir wollen schwächere Nachfrage sehen. Das ist praktisch eine Referenz auf die Financial Conditions, auf die Stärke des Arbeitsmarkts, der sich zuletzt abgekühlt hat, auf das Konsumverhalten der Amerikaners. Paul hat gesagt, wir haben schon oft gesehen, oder die Inflation hat uns schon einige Headfakes gegeben, also hat uns schon einige Male getäuscht. Jedes Mal, wenn wir glaubten, wir hätten sie besiegt, dann kam sie wieder. Naja, die Fed hat den Fehler begangen, sie zu lange letztendlich zu ignorieren. Die Märkte tun das bereits. Inflation wird immer weniger ein Thema, eher Rezession das Thema, wie wir hier in dieser Grafik sehen. Gestern haben wir gesehen, dass die Renditen gestiegen sind nach dem Downgrade vom Freitagabend von Moody's, respektive Downgrade des Ausblicks. Das Rating für die US-Bonität bleibt ja bei AAA. Und dann hat sich das Ganze wieder ein bisschen normalisiert. Gestern ein sehr seltsamer Tag, dazu gleich mehr. Hier sehen wir mal die Inflation, wie sie sich hier dargestellt hat. Und heute, wie gesagt, ist die Headline-Inflation weniger wichtig als die Kerninflation. Denn die Kerninflation, die bringt ja Energie raus. Und die Fed hat mehrfach schon gesagt, naja, Energie ist volatil, Nahrung, wir wollen uns vor allem auf die unterliegenden Kernkräfte eben der Inflation fokussieren. Hier sehen wir dennoch mal die Headline-CPI oben zunächst und wir sehen, dass im Oktober des Vorjahres die Inflation zurückgegangen war, in Anführungszeichen, auf 7,7%. Im September 2022 kam sie von 8,2%. Das heißt, wir haben jetzt im Jahresvergleich, liegt die Latte schon wieder etwas niedriger in Sachen Inflation. Wir haben ja seit Juni wieder latent ansteigende CPI-Headline-Zahlen. Aber wie gesagt, wir sehen Core-CPI. Das ist das Wichtige und für die Fed entscheidende. Und wir sind jetzt einige Monate doch relativ hoch gewesen bei 0,3%. Das wäre das dritte Mal, wenn es heute denn so käme mit 0,3%. Und das ist das, was die verschiedenen US-Banken erwarten, sogar eher an der oberen Grenze bei Core CPI 3,4%, Bank of America, Barclays 3,6%, wäre dann aufgerundet schon 0,4%. Man erwartet so zwischen 4,0 und vor allem 4,2% die Kernrate, während die Headline CPI zum Vormonat relativ gering ausfällt und zum Vorjahresmonat bei 3,3 bis 3,4 liegen dürfte. Hier sehen wir mal die Erwartungen der verschiedenen Banken. Aber wie gesagt, Core ist diesmal sehr, sehr entscheidend. Das hat die Citigroup, hat Goldman Sachs auch nochmal betont und deswegen praktisch eine Einschätzung für die Marktreaktionen nur auf Core CPI zugeschnitten, also auf die Kernrate. Und da sagt man, ja gut, wenn jetzt die monatliche Kernratenveränderung unter 0,15 wäre, dann würde der S&P 1% zulegen. Wenn es nicht mehr als 0,25 ist, sodass in der Headline-Zahl dann eben steht 0,2, dann wäre der ein Dreiviertel Prozent zulegen.
Und so weiter und so fort. Hier sehen Sie die verschiedenen Dinge. Je höher also die Kerninflation zum Vormonat hat, umso schlechter für die Märkte. Jetzt noch eine interessante Beobachtung. Wir haben ja gesehen, dass die Inflationserwartungen der Uni Michigan deutlich nach oben gegangen sind. Von 3,2 im September, dann 4,2 im Oktober, 4,4 jetzt im November. Und die Fed hat vor einiger Zeit explizit darauf hingewiesen, dass man sich diese Inflationserwartungen, die von der Uni Michigan abgefragt werden, sehr, sehr genau anschaut, als Frühindikator für Inflation sieht. Also hier ein Stück weit eine Warnung an die Fed. Auf der anderen Seite hat die Fed, nämlich die New Yorker Fed, selber eine Umfrage. Und hier sieht man eigentlich wenig in Sachen Anstieg der Inflationserwartungen. One year ahead, über 3%, okay. 3 Jahre ahead, auch knapp über 3%, 5 years ahead, unter 3%, also ein bisschen widersprechende Daten, das sehen wir in so vielen Bereichen. Ein Punkt wird sein, ich hatte das gestern schon erwähnt, Healthcare, hier hat man die Berechnungsmethode oder Health Insurance Berechnungsmethode geändert und das war vorher etwas, was immer wieder sozusagen die Inflation kleiner gemacht hat. Diesmal wird dieser Faktor sogar leicht die Inflation nach oben bringen. Hier sehen wir nochmal die Fed Funds Rates, also respektive die Fed, das Fed Tool oder das Fed Watch Tool, wie die Fed Fund Futures genau die Sache sehen. Also wie schaut es aus mit den Zinsanhebungen? Eine 14, irgendwas prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Fed am 14. Dezember die Zinsen anhebt. Aber überall, auch bei Bloomberg, wird nochmal betont, ja, wir könnten jetzt 4,1 oder 4,2% sehen in der Kernrate. Damit würde sich sozusagen dieser Fall, dieses Runterkommen auch der Kerninflation würde dann erstmal stoppen. Die ist ja runtergekommen, obwohl die CPI-Headline-Zahl ja gestiegen ist. Also immer diese Unterscheidung Kern- und Nicht-Kernrate. Aber letztendlich der entscheidende Punkt, auch hier sei es nochmal gesagt, ist, wann wird die Fed die Zinsen senken? Und das ist die große Frage. Letztendlich hier nochmal die Erwartung der Cleveland Fed, der Inflation Nowcast Tracker. Hier sehen wir die Kernrate bei 3,26. Wir müssen ja für den Oktober gucken, weil heute ja die Oktoberdaten veröffentlicht werden. Und 0,07, also praktisch eine 0,1% aufgerundet für CPI, aber dann eben Oktober 4,16. Für die Kernrate, das würde bedeuten aufgerundet 4,2. Also, das ist sozusagen die Haarspalterei mit den Zahlen. Für viele wichtiger ist, was passiert dann an den Märkten. Hier weist eine Tabelle darauf hin, dass wir meistens positive Reaktionen gesehen haben. Nur letztes Mal nicht, 12.10. Da waren wir bei minus 0,6% beim S&P 500. Wir können insgesamt sehen, dass die ganz großen Mover, wie wir sie noch 22 gesehen haben, da haben wir mal plus 5,5%, plus 2,6%. Dann auch noch 14.03.23 plus 1,7%. Das ist irgendwie vorbei. 0,7% ist fast schon das Maximum. Die Goldmänner erwarten heute eine Bewegung von 0,75%. By the way, gucken wir uns mal an, was ich seit einigen Tagen betone, aber wahrscheinlich heute erst aufgelöst wird, nämlich, wie schaut es aus mit der inneren Markttechnik? Wir hatten hier diese positive Divergenz zwischen Junk Bonds und dem S&P kurz vor der Drehung des Marktes nach oben. Das sind die Junk Bonds bereits nach oben. Das ist sogenannte Smart Money. Das sind Leute, die Risiken sehr genau abschätzen müssen, wenn sie Junk Bonds kaufen, die ja riskant sind. Auf der anderen Seite ist der S&P gefallen, Junk Bonds sind gestiegen. Jetzt sehen wir das Gegenteil. S&P weiter gestiegen, Junk Bonds nicht gestiegen, sind also gefallen. Wir sehen, dass wenig Downside Protection ist. Wir haben auf der einen Seite zwar bei Einzelaktien ein relativ hohes Equity Put-Call-Ratio, also eine relativ hohe Putisierung gewissermaßen, dass also einige Shorts draußen sind auf einzelne Aktien, aber wenn wir uns mal den SKU anschauen, das ist praktisch eine Absicherung
die man sich einkaufen kann, dass man sagt, naja, wenn da was Größeres passiert, da bin ich ein Stück weit abgesichert mit diesem Scoop. Wir sehen, dass der auf Niveaus ist, wo wir oft dann kurzfristige Tops des S&P 500 sehen. Muss diesmal nicht so kommen, aber wir sehen auf jeden Fall eine massive Divergenz jetzt zwischen dem Nasdaq und den Anleiherenditen. Die Anleiherenditen waren ja gefallen. Zehnjährige auf 4,5% sogar leicht runter. Daraufhin Nasdaq und die anderen Indizes massiv nach oben. Jetzt sehen wir, die Renditen sind latent gestiegen wieder. Wir sind so in Richtung 4,64%, 4,65%, während der Nasdaq eben auch weiter gestiegen ist. Wird sich dieses Gap irgendwann schließen? Wer muss zu wem? Müssen die Anleiherenditen runter oder eben der Nasdaq? Das ist die Frage. Und hier ein, wie ich finde, sehr guter Kommentar auf YouTube. Das wichtigste Narrativ der Bullen ist, früher oder später wird alles so sein wie bisher. Ich glaube, das ist eigentlich der Traum. Wirtschaft brummt, Märkte nach oben, Fed kauft Staatsanleihen, Liquidität ohne Ende. Auf jeden Fall eben nicht mehr wirklich so die Zinsen als Problem. Frage ist, ob dieses Narrativ tatsächlich so eintrifft oder ob wir diesmal eine dauerhaft höhere Inflation sehen. Das Gleiche, sagt er, geht es auch mit KI. Da stellt man sich es genauso vor wie damals mit dem Internet. Beide Bullen-Narrative verlängern die Vergangenheit in die Zukunft. Wenn dem so wäre, wäre die Zukunft ja ganz leicht vorhersehbar. Finde ich einen sehr intelligenten Kommentar, sollte man mal drüber nachdenken. Der Mensch neigt ja dazu, die Vergangenheit in die Zukunft fortzuschreiben, aber oft ist die Zukunft eben nicht zwingend eine Fortschreibung der Vergangenheit. Das muss auch Janet Yellen akzeptieren, die sich nochmal geäußert hat heute Nacht und gesagt hat, I disagree with Moody's decision. Also mit der Entscheidung von Moody's, der Ratingagentur, den Ausblick für die USA zu senken. Denn die US-Wirtschaft sei stark, Zero Hedge hier sarkastisch, vielleicht sollte ihr jemand sagen, dass die US-Wirtschaft nur deshalb stark ist, weil die Regierung Geld ausgibt wie ein betrunkener Sailor, wie ein betrunkener Matrose, könnte man sagen. Und sie sagt dann auch, if higher rates last, it's challenge for debt. Also dann ist es eine Herausforderung für die Schuldenfrage. Wir haben ja jetzt wieder Government Shutdown-Thematik, bis Wochenende muss da was her, aber Schuldenthematik hier. In den nächsten 12 Monaten müssen 8,2 Billionen an US Government Debt neu refinanziert werden. Also ein Drittel aller ausstehenden US-Schulden wird in den nächsten 12 Monaten muss neu finanziert werden. Die sind ja damals, je nach Laufzeit, meistens finanziert worden zu sehr niedrigen Zinsen. Jetzt werden die Zinsen deutlich höher sein. Das könnte ein riesiges Thema werden. Wir haben gestern einen ziemlich langweiligen Handelstag gesehen, wenig Bewegung. Nasdaq jetzt das erste Mal nach 19 Wochen wieder mit einem negativen Montag. Allerdings, wenn wir uns rechts hier mal das SPY-Volumen anschauen, 51,8 Millionen Kontrakte, das ist fast schon so feiertagsmäßig. Ja, wenn die Börse also trotzdem aufhört, obwohl in den USA ein Feiertag ist, also praktisch ja nicht. Wir sehen, dass wir hier Small Caps leicht im Plus haben, Dow Jones durch Boeing im Plus, aber wenig Bewegung insgesamt. Wir sind jetzt oben an dieser Trendkanalgrenze beim S&P 500 mit ein paar negativen Divergenzen im RSI etc. Das nur nebenbei, meine Damen und Herren. Unten sehen wir, dass jetzt laut Bank of America Umfrage erstmals die Manager wieder overweight equities sind, also die sind wieder in Aktien drin. Hier sehen wir nochmal diesen Abwärtstrend seit dem Sommer. Da sind wir jetzt genau dran. Oberer Chart, unterer Chart sehen wir Advanced Decline Linie. Wir sehen also, dass die Indizes besser sich halten als die meisten Aktien, könnte man sagen, denn die hat noch nicht, die Advanced Decline Linie hat jetzt noch nicht diese Downtrendline-Begrenzung erreicht. Hier nochmal das größere Bild. Hier sehen wir den SPY All-Time Highs, dann ging es runter bis, glaube ich, Oktober 2022, dann Erholung, dann Märztief, dann diese Rallye bis Sommer, dann Oktober Sell-Off, jetzt diese Rallye wieder. Wie wird sich das auflösen? Wie wird sich diese Trompete
Dann charttechnisch auflösen, das wird die große Frage sein. Heute wichtig natürlich die Inflationsdaten. Das wird für Unruhe sorgen, so oder so. Erste Empfehlung, was ist zu erwarten? Rallye steht vor Bewährungsprobe. Zweite Empfehlung, jetzt waren sogar schon die BaFin vor Problemen bei Gewerbeimmobilien. Da könnte ein Dominoeffekt eintreten. Zweite Empfehlung und vielleicht schon mal der Hinweis, am Donnerstag, 19 Uhr, 16. November, 19 Uhr, werde ich sprechen wieder mit André Stagge und auch mit Jens Czernowski von XTB. Den werden wir fragen, was handeln die Leute, was haben die Leute gehandelt, haben die Rallye mitgenommen, sind die vom Abverkauf zuvor betroffen worden, wie schaut es aus mit Positionierungen, was ist da sozusagen wirklich das Relevante, weil man sitzt ja normalerweise immer alleine vor dem Rechner, wenn man sich mit der Börse beschäftigt, aber es ist da mal interessant zu erfahren, was andere machen. Wir werden mit dem André auch sprechen über Inflation, Zinsen, über Gold, über Aktien, dieses ganze Paket, da können Sie sich registrieren. Ich packe den Link wieder mit rein. Diesmal also eine Dreierrunde mit einem anderen Fokus. Lohnt sich also vielleicht auch für diejenigen, die schon bei der ersten Veranstaltung dabei waren, weil wir jetzt doch eine ganz andere Gewichtung hier mit dabei haben. Also zwei Artikelempfehlungen, FED und Gewerbeimmobilien, BaFin und Webinar am Donnerstag, 19 Uhr. Ich sage Servus, Ciao oder Servus.